Moin zusammen. Jetzt überlassen wir dem Spiel die Wahl, wer als nächstes dran ist mit seiner Map. Das Spiel meint es gut mit mir. Ich bin wieder dran. Das heißt, ich will als erstes meine Highschool-Aufgaben erledigen. Okay, meine Schulaufgaben. Okay, oh mein Gott. Jetzt am letzten Ding gibt es mir ein Geisterfoto als Aufgabe. Oh mein Gott, wir sind gleich. Irgendeiner ist gleich tot oder alle. Schauen wir mal, wie es wird. Rein da. So, wir machen wieder die übliche Vorgehensweise. Jeder geht bei einem Eingang rein vom Gebäude und wir teilen uns auf und suchen. Schade, dass der Smudge Stick nicht mehr remote funktioniert, weil das habe ich früher mal gemacht, um die anderen zu retten, wenn plötzlich die Hand losgeht. Jetzt schütze ich mich eigentlich nur selber. Naja, es ist die gleiche Vorgehensweise wie in der letzten Folge. Ich hoffe, wir kriegen wieder einen Easy Geist. Also, bis gleich. Oh, irgendeiner hat einen Basketball geworfen. Hat irgendeiner von euch mit einem Basketball hier rumgespielt? Weil hier liegt ein Basketball. Okay. Ich muss überlegen. In der Turnhalle gibt es Basketbälle und in den Umkleiden, glaube ich. Warum ist hier eine Tür offen? Der Breaker ist schon wieder aus. Ja, nee, das war jetzt diesmal, glaube ich, der Geist, weil ich habe kein Klicken gehört. Wir haben den Breaker vorhin überladen. Also kein Gin. Da, ja, den Ball meine ich ja. Jetzt müssen wir gucken, wo der herkommt. Der hat den wahrscheinlich dahin teleportiert. Hier im Eingangsbereich gibt es auch Bälle. Der Eingangsbereich, die Turnhalle und die, ach, wie heißt das? Die Umkleiden, die haben, glaube ich, die Bälle. Weil der Geist kann den random irgendwo hin teleportieren. Jetzt müssen wir nur die Quelle davon finden. Also hier ist kein Atem, hier ist nichts Auffälliges. Wenn wir einen Turnhallengeist haben, dann gute Nacht. Hier könnte er ja auch sein. Ich glaube, hier liegen an der Seite auch Bälle. Ich habe gerade einen Lichtschalter gehört. Wart ihr das? Hier ist auch kein Atem, also hier ist er wohl nicht in dem Lobbybereich. Okay, ich gehe mal kurz zu den Umkleiden, weil sonst fällt mir auch nichts mehr ein, wo die Bälle herkommen könnten. Wo kommt der Ball her? Das ist hier jetzt die große Frage. Das hier ist Umkleide, ne? Ja. Hier kommen nämlich auch Bälle her. Hier sind, glaube ich, welche in den Seiten, wenn ich mich nicht irre. Ja, da liegt zum Beispiel einer. Hier liegt einer. Genau, hier könnte der. Ist der Breaker schon wieder aus? Mann, ich meine. Ja, aber diesmal ist es der Geist. Ich gehe mal in die andere Umkleide. Ey, der macht uns jetzt in einer Tour den Breaker aus, ne? Der hat ja hier gerade einen Globus an und aus. Der ist hier, in der Bücherei. In der Scheiße. Bücherei kann da auch ein Ball sein. Seid ihr Aber hier gerade sicher? der Globus aus und an. Ja, Küken, guck du da mal nach. Ich werde mal in der anderen Umkleide noch schnell Ach, schon nachschauen. wieder. Guck, der Globus bleibt stehen. Guck mal, ist alleine an. Jetzt also ist gleich wieder aus. Ich sehe da gar nichts. Das ist blöd. Okay. Globus ist hier. Wir sind wieder aus, Jungs. Hier ist doch kein Atem. Ich glaube, der ist nicht hier. Er kann ja sein, aber ich dachte ja nur, der Globus aus und angeht hier. Okay. Steh schon, ne? Wir haben ihn immer noch nicht. Wir suchen mal weiter. Hier im Eingangsbereich. Okay, wir können zumindest schon mal einen Bereich feststellen. Hier hat gerade das Licht geflackert. Telefon? Wo ging ein Telefon? Ist der hier drin oder was? Welchen Globus meinst du? Den da? Man kann den aber nicht einschalten. Gegen dieses Also ist der Telefon Geist der hier. Bücherei, sagst du? Ja. Ghost, are you here? Guck ich noch mal. Warte mal, der könnte auch hier im Lobbybereich sein und durch die Wand interagieren. Er ist auf jeden Fall hier irgendwo in der Ecke. Könnte auch von dem anderen Raum aus sich Hier gerade ist interagiert Atem. haben. Hier ist Atem. Lobbybereich. Lobby.
oder? Ach, wir holen mal ein Thermo und gucken mal, ob das der Bereich hier ist. Oh, das ist echt das Schlimmste, wenn die hier in der Lobby sind. Ja, hier, Lobby. Oh mein Gott, wir haben ihn gefunden. Nach 10 Minuten. Okay, Speckraum bauen wir in Richtung Breaker auf. In die Lobby packen wir erstmal alle Sachen, die für den Geist, die wir für den Geist brauchen. Und zum rechten Eingang bringen wir alles, was wir für Ghost Highway und so weiter brauchen. Ja, dann bringen die Items dazu an den rechten Eingang. Unsere Sanity ist wahrscheinlich am Arsch. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Aber dann können wir einen schönen langen Ghost Highway machen. Ja, das werden wir gleich auch machen. Brauchen wir nun. Oder so. Sanity ist auf 84. 84? Das geht doch noch. Mir das mal hin, hier hin, wegen den Türen und das hier einfach, ja, der Raum ist mega groß, ne? Also, hehe, der Raum hier, der ist abartig groß. Die tun wir mal hier hin, dass man die greifen kann, wenn man sie braucht. So. Oh mein Gott. So, das wird jetzt ein bisschen dauern, das hier alles herzurichten und aufzubauen. Kiki, das hier sind Speckraum und Ghost Highway Items. Die sollst du doch nicht hier reinwerfen. Oh mein Gott. Die holen wir mal wieder ab da. Ja, du musst doch mal zu. Ich muss das denen nochmal erklären. Bis gleich. Okay, der Geist hat gerade sein erstes Event gegeben. Wir mussten viel Chaos aufräumen. Und. Ach, ich bleib stecken. Und ich glaube, wir haben einen Lack. Küken, nimm mal das EMF in die Hand. Ich gehe jetzt mal zum Truck und heb die EMFs mal hier im Truck auf. Mal gucken, ob es bei dir verschwindet. So, ich habe jetzt ein schönes. Ich habe die jetzt auch aufgehoben. Ich habe jetzt hier ein EMF im Truck in der Hand. Also, ich habe meins immer noch in der Hand. Hä, was ist denn das? Warum wurden die Items dupliziert? Wir haben Items geduped, Leute. Wir sind Expert-Users. Hä? Komm mal zur Tür hier raus. Hast du echt einen EMF in der Hand? Ja, das kannst du mir ruhig. Ja, hier, komm mal hierher. Ja, guck, ich habe hier das T3 EMF. Nee, ich sehe bei dir nichts. Bei dir sehe ich aber nichts. Hä? Ich kann dir ein Foto schicken. Ich habe hier ein EMF in der Hand. Hä? Aber ich sehe hier gar nichts. Ich sehe nur die EMFs, die ich aufgehoben habe. Hä? Heb du mal die EMFs aus. Oder siehst du die nicht, die ich hier hingeworfen habe, die zwei? Doch. Ja, jetzt hast du es aufgehoben. Kannst du auch aufheben. Beide, ne? Aber bei mir. Drop mal. Beide? Ich sehe nur eins. Ich habe zwei. Warte, ich heb das eine wieder auf hier. Das T2 liegt da. Das ist unsichtbar. Ja, was? Hä? Ich hab jetzt das T3 und schmeiß es hin und jetzt das T2 und werf es hin. Ja, das ist unsichtbar für uns beide. Hä? Ich seh beide. Was ist das denn? Aber warum seh ich denn beide? Wir haben Items gespielt. Hab ich ein Parabol in der Hand? Ja, du hast ein Parabol. Hast du jetzt einen EMF in der Hand, Küken? Ich habe jetzt beide aufgehoben. Ja, jetzt schon. Komisch. Ja, okay, dann nehme ich zwei und tu die da hinten hin. Und mach du mit deinem da weiter die Fotos und ich nehme das andere da. Kiki, check mal kurz im Truck nochmal die Sanity. Ich glaube, wir sind fast in Hunting Range. Das ist ja merkwürdig. Wir hatten jetzt für ein Riesenchaos mit den Items gehabt, weil Kiki alles falsch sortiert hat. Wir waren jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, alles richtig zu legen. Ihr seht ja, wie lang dieser Ghost Highway hier ist. Ich glaube, ich werde ihn auch noch mal kurz ein bisschen weitermachen. Das ist echt komisch. 55. Echt komisch mit den EMFs. Ich dachte jetzt, wenn ich die im Truck aufhebe, dass die bei ihm verschwinden. Aber er hat sie noch, aber sie sind unsichtbar. Total merkwürdig. Okay, normale Hunting Range, aber wie es scheint, ist es ja dann kein Early Hunter. Ich glaube, der Geist ist verpackt. Na, hebst du das mal bitte auf? Irgendwie ist der ganze Run verpackt, ey. Ja, echt, ey. Das ist sehr merkwürdig, also irgendwas. Irgendwas stimmt nicht, ey. Ach, der Raum hier hat nichts, oder? Oder kann man das aufheben? Nö.
Ja, ich sag mal so, 6 Fotos fehlen mir leider noch. Warte, ich zähle mal kurz das als 1, 2. Kannst ja nach dem Hand die Salz fotografieren, wo er durchläuft. 4, 5 Jahre müssten kommen. Hier ist aber auch nicht viel zu nahrung. Ich bin noch gerade auf der Suche nach Items, aber hier sind ja nicht so viele. Ich glaube, einen Stift kann man auch aufheben, oder? Nö. Lineal auch nicht. Total beknackt. Na. Wisst ihr, es gibt Spiele, wo man sogar Möbelstücke aufheben kann und sowas. Hm? Da ist nichts. Ja, das ist echt schwer, hier Items zu finden. Ja, in manchen Räumen, die sind voller Items und manche haben gar nichts, weißt du? Wenn man oben den Lagerraum hat, das ist eigentlich ziemlich OP. Okay, hast du eine Fotokamera parat? Dann können wir ja nachher versuchen, beim Hand ein Foto zu machen. Ja. Aber das Album ist halt noch nicht voll. Aber Perfect Game ist es ja sowieso nicht. Ja, dann macht man halt. Ja, okay, dann machen wir beim zweiten Hand das eben mit dem Foto. Obwohl es das besser, wenn man das Salz hat, ne? Das Kruzi könnten wir theoretisch auch fotografieren. Oh, er huntet. Hunt. Kiki, wie hoch ist unsere Sanity? Der huntet gerade. Okay, es flackert. Warte bis zum nächsten Hand. Oh, da kommt sie. Okay. Ist das ein Oni oder meine ich das nur? Hallo. Nee, es kommt mir nicht ohne Artikel vor. Lauf weg, lauf weg. Ich seh nix. Okay, gesmatscht bei 12,9. Ich hoffe, sie hat uns nicht gesehen. Sie hat beschleunigt, okay. Sie läuft durch die Sensoren. So, 12,9. 13,39. Okay, und 15,9. Bei mir wird es langsam dunkel hier. Okay. Okay, fotografier schnell das Salz. Timer läuft. Kiki, wie hoch ist unsere Sanity? Okay, also kein Shade und kein Deochen logischerweise. Auch kein Phantom. Ich glaube auch kein Revenant. Wir haben noch nicht auf Mori getestet. Aber das ist komisch mit der Sanity. Die schwankt zwischen 40 und 50. Ist ja am Schwanken. Ja, das macht die ja immer, die Sanity. Ey, das ist ein Schissel. Ich brauche noch ein Foto. Hast du da vorne eins fotografiert? Ich habe zwei Smudgies bei. Hier ist ein Salz. Ich habe jedes Salz fotografiert. Also jedes. Ja, was ist mit hier? Das ja, hier auch? Auch schon mal. Ja, das und das hier auch? Das hier in der Ecke auch? Ja, das sind ja insgesamt nur mein Salz. Das hier auch? Okay. Ja. Vielleicht wirft sie noch was? Ja, das Telefon. Was? Ach Mann. Oh, wir sollten lieber ein bisschen zurückgehen, weil ein normaler Geist könnte jetzt schon wieder handeln. Aber ich sehe nichts flackern. Oh, hier ist es kalt geworden, weil sie hier vorhin lang gelaufen ist. Also. Wir könnten warten, bis sie das Kruzi benutzt und das noch fotografieren. Ich habe das da so ziemlich an die Ecke gelegt, wo auch der Sensor und das Salz ist. Da habe ich es extra hingelegt, damit sie nicht zu nah an uns hantet. Ja, okay, aber welcher Geist könnte das sein? Also ohne Artikel kam mir das ehrlich gesagt nicht vor. Ich weiß nicht, das hat alles so geflackert, ne? Vielleicht, ich weiß nicht, ob da ein Shapeshift war. Ich bin auch nicht sicher, weil mir kam es so vor, als ob sie kurz eine lange Zeit nicht zu sehen war. Also, ja, das habe ich aber auch gesehen.
Sie ist auf jeden Fall schneller geworden. Also so Hantu und Thay würde ich deshalb schon mal raustun. Oh, war das das Kruzi? Kruzi. Lauf, lauf, lauf. Schnell, wir müssen zum Kruzi. Es liegt da direkt um die Ecke. Wenn die jetzt handeln sollte, verstecken wir uns in der Bücherei. Ich mach da schon mal direkt das Licht an. Ich habe zwei Smudges. Da, da ist es. Schnell, komm, raus, 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 raus. Gut, dass sie es benutzt hat. Na, an so einem großen Mann. Ja, okay, es ist ja auch das T3, ne? Ja, jetzt können wir das gleich versuchen. Dann bleiben wir am besten hier so hinter dem Sensor stehen und lassen die hier so lang laufen. Kiki, schau du auf der Kamera gleich, wenn sie huntet, ob du irgendwas wegen Uni oder so siehst. Polti ist es, glaube ich, auch nicht, ne? Sie hat das hier relativ unberührt gelassen, ne? Polti denke ich auch nicht. Ich erkenne meinen GPS. Hand. Kiki, sie huntet. Achte auf die Kamera. Sie kommt. Hallo. Ist sie nicht ein bisschen langsam? Lauf um die Ecke. Breakline offside. Ich glaube, sie hat uns nicht hier reinlaufen sehen, okay. Ich wollte nur kurz sicher gehen. Bei 16:35 ungefähr gesmatcht, ne? Könnte das ein Spirit sein? Ich hoffe, die hört das nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Ja, ich dachte, die hört dich. Hey, deshalb war ich am Hinhören, wo sie langläuft. Ich muss nochmal einen Timer machen. Ja, die war ja oben. 17:05. Die war ja oben, deswegen. 18:05. 19:35. Kiki, hast du irgendwas Besonderes gesehen? Ja, die ist schon irgendwie verdächtig. Ich muss nochmal gucken. Das kam mir nämlich auch so vor, aber Küken meinte, es ist keine Uni. Ja, okay. Ich will eure Meinung halt nicht verschmelzen. Also, ich weiß es nicht. So 88% würde ich mal sagen. Also, in 15 Sekunden kann ein normaler Geist wieder handeln. Ich versuche mal in der Zeit schnell dieses Licht hier anzumachen. Lass euch bloß nicht beeinflussen, richtig? Ich bin nicht so gut ohne hier aus. Lauf, 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 lauf. Benutzt die Tür vielleicht auf Seite. Hihihi. Sie huntet immer noch nicht. Sie hat vorhin schon sehr spät gehuntet. War das ein Kruzi? Oh, was ist das? Kruzi? Schon wieder. Okay, kein Spirit dann. Spirit ist raus. Okay, Spirit ist raus. Banshee könnten wir eigentlich auch rauswerfen, oder? Weil sie ist ja nie so rübergekommen. Ey, nicht, dass das ein Gorio wird. Wir müssten mal gleich ohne Line of Sight testen. Sie wird ja wahrscheinlich hoffentlich wieder hierher kommen gleich. Wegen der Geschwindigkeit. Du sagtest, sie klang vorhin was langsam, oder? Kiki, sag uns mal, wenn sie handelt. Und sag danach dann nichts, weil wir versuchen mal nur hinzuhören ohne Line of Sight. Das ist jetzt Twins Test, weil das ist besser, wenn man nicht vom Geist gesehen wird. So. Aber Markus und Thomas, da gibt es nicht auf deinem App. Ich glaube, hier gibt es die nicht. Nee, hier hast du nur die Bälle. Schade. Ich glaube nicht, dass es die in der Schule gibt. Obwohl, gerade in der Schule sollten die ja sein. Okay, wir warten kurz auf den Hand. Ich glaube, das ist normal. Kein Mailing. Normale Geschwindigkeit. Sie wirft schon einiges. Sie ist oben.
Ich glaube nicht, dass das Twins sind. Muss mal auf Joker gleich testen. So, ich hoffe, sie kommt noch mal runter. Ghost? Ach Mist, ich wollte gerade auf Yokai testen. Und? Achso, wir haben ja diesmal noch hingehört. Das war aber normale Geschwindigkeit. Ja, es klang normal. Sie war jetzt nicht irgendwie schneller oder langsamer. Meiling ist es, glaube ich, auch nicht. Okay, schwierig. Sie hat auch erst normal gehuntet. Ich glaube nicht, dass es ein Meer ist. Onryo werde ich in dem großen Raum nicht testen. Ja, sie huntet. Ich gehe ins Versteck. Ich teste mal auf Yokai. Hat sie dich gesehen oder was? Nee, nee. Ghost? Ghost? Hier? In hier? In hier? Over here? Over here? Ghost? 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 In here? Ghost? In here? Ghost? Hallo? In hier? In hier? In hier? Fuck, sie hat die Tür aufgemacht. Mist! Ah, das wird jetzt schwierig mit Yokai. Hat sie die Tür auf? Ja, dann zählt der Yokai-Test natürlich nicht, weil sie Line of Sight hat. Ah! Okay. Wir müssen das wiederholen, glaube ich. Weil, sie hat die Tür aufgemacht. Mist, ich muss den Yokai-Test wiederholen. Wir müssen aber eine Hand abwarten wegen der Last Known Location, weil, sie hat die Tür aufgemacht und hat mich dann eben gesehen. Aber sie darf mich ja nicht sehen, sonst ist der Yokai-Test hinfällig. Ah! Okay, machen wir es gleich nochmal. Könnt ihr nochmal die Geschwindigkeit hören? Klingt relativ normal. Sorry, ich muss hier gerade in diesem blöden Handy-Game noch was machen. Das nervt mich gerade total. Aber ihr hört es ja, das ist normale Geschwindigkeit. Okay, klingt nach normaler Geschwindigkeit. Ich mache jetzt gleich den Yokai-Test. Ja, okay. Also der Geist ist normale Sichtbarkeit und normale Geschwindigkeit. Scheiß Handyspiel geht mir so auf den Keks, ganz ehrlich. Ich mach das ja nur wegen den Leuten, weil die so nett sind, aber... Okay, ich versuch mal die Lichter hier anzumachen. Hantet sie gerade? Ja. Nein, ja, doch. Ich hab's gerade bemerkt. So, Yokai-Test, der letzte. Letzter Smudge. Okay, kommt sie in meine Richtung? Warte, ja, die... Ah, jetzt haut sie ab. Oh, ich glaube, die kommt nicht zu dir. Ja, scheiße. Ach, da muss ich warten, bis die irgendwann mal in meine Richtung kommt, ja? Hm. Ist die noch auf dem Gang? Ich sehe es nicht mehr. Ich glaube schon. Vielleicht hat sie mich jetzt gesehen und kommt hier in die Richtung. Kommt sie jetzt in meine Richtung? Ah, ja, die ist in ihrem Raum. Ich hoffe, sie hat mich gesehen. Die chillt da die ganze Zeit in ihrem Raum. Ja, toll, ich dachte, die hat mich gesehen, ey. Der Bug, die rennt hin und her. Ich hab ihn gehabt. Ist auch ein Bug, warum? Ich sehe doch nicht, weil die Lampe flackert. Ist vorbei. Das ist ein Oni. Also Kiki denkt, es ist ein Oni. Oh, sie hat das Licht angemacht, also kein mehr. Cool, das ist schon mal gut. Das ist schön. Wäre schön, wenn sie noch das andere Licht hier in dem Flur anmachen würde. Ich muss erstmal nicht ausmachen. So, machen wir das hier jetzt auch noch an. Und dann... Ja. Er sagt mir Bescheid, wenn sie huntet. Ich muss eben machen, dass sie mich kurz hier sieht, damit sie in die Richtung hier kommt. Geht ja nicht anders. Ich muss den Yokai-Test auf jeden Fall wiederholen, weil sie hat die Tür aufgemacht. Das zählt nicht, wenn die Line of Sight haben, wisst ihr? Yokai-Test, die müssen zu euch kommen, weil sie euer Equipment sensen oder euch hören. Okay, sie huntet. Komm schon. Komm in mein Sichtfeld.
Oh, da ist sie. Komm zu dir. Na, ich suche sofort das weiter. Komm zu dir weiter, weiter. Komm her, Geist. Komm her, Geist. Komm her, Geist. Hier, 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 hier. Komm her, Geist. Geist. Hier. Oh, Geist. Geht wieder zurück. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Komm her, zu dir. Komm her, komm her, komm her und lass die Tür zu. Lass die Tür zu. Lass die Tür zu. Oh. Okay, das war ein sauberer Yokai-Test. Und jetzt sterbe ich gleich bestimmt. Kein Yokai. Yokai ist raus. Sie sagten, sie haben keinen Shapeshift gesehen. Wenn Kiki sagt, es ist ein Oni, müssen wir davon ausgehen. Ich meine auch, sie war lange sichtbar. Ich weiß es aber nicht. Okay, kein Yokai, die Tür ist diesmal zugeblieben und sie ist einfach hier reingekommen. Also definitiv kein Yokai und ich habe keine Smudgies mehr. Ja, Mann. Also, Mama Jan verlasst doch Oni. Das bleibt der Oni. Ich meine auch, sie war lange sichtbar. Ich bin aber nicht so sicher, weil sie hat nicht genug Events gemacht für einen Oni. Das ist das Problem. Ja, okay, ein Event hat sie schon gemacht. Also mehr Zeit gibt es, dann treibe ich auch Oni. Und es gab kein Airball-Event, oder? Nö, kein einziges. Okay. Sorry, Leute, wenn ich hier jetzt gerade so... Ja, meine Pfeife sind falsch. Außerdem, du hast ohne Probleme das Foto vorhin beim Hand gemacht. Das spricht ja wiederum auch ein bisschen für Oni, ne? Ich weiß nicht. Sollen wir Oni dann sagen? Oni, wenn es falsch ist, immer falsch. Küken, lass mich einmal auf der Kamera gucken, damit ich in Ruhe gucken kann, ohne dass ich Angst haben muss. Geh einfach da links rein und geh da in ein Bad. Jetzt habe ich nur. Ich kann dir ein Feuerzeug geben. Und die Schwimmbrille, die hast du ja, damit du was siehst. Geh da einfach direkt in das Bad. Ich hoffe, sie handelt nicht sofort. Ganz links, da müsstest du ja weit genug von ihr weg sein. Oh fuck, ich sehe gerade, bei mir ist die Kamera hier wieder eingefroren. Oh Mist, ich kann nicht auf der Kamera gucken. Ach, wir haben wieder den Bug. Das heißt, ich kann gar nicht auf den Kameras jetzt gucken. Dann geh nicht rein, weil es ist sonst zu gefährlich. Weil ich kann nichts auf den Kameras sehen. Das bringt ja dann nichts. Weil ich wollte jetzt selber noch einmal gucken. Also, ja, das ist halt ja bei Oni. Dann bin ich auch mal dafür. Ja, wenn es falsch ist, ist es eben falsch. Hauptsache, wir haben alle überlebt. Und die Aufgaben zählen ja trotzdem. Es ist schwierig, wenn die in dem Foyer sind. Okay, dann lass uns mit Oni abfahren und gucken, ob es stimmt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist es bestimmt ein Oreo. Ich bin auch gespannt. Stimmt. Und? Was? Welcome back. I've got some jobs ready for you. Die klären doch normal. Das eine Mal, wenn wir nicht auf Moroi testen. Und ich habe vorhin noch gesagt, ich hoffe, es ist ein Moroi. Das darf doch nicht wahr sein. Naja, die Weekly ist immerhin erledigt. Ja, das ist aber ein Moroi. Das eine Mal, wenn wir das nicht richtig testen, ne? Wenn wir keine Parabols haben. Ja, echt, ey. Aber ich hab euch gesagt, ich denke, das ist kein Oni. Ich habe euch das gesagt, aber wenn es... Aber du hast aber auch nicht gesagt, dass das ein Moroi ist. Ja, okay, wir wären, glaube ich, niemals auf Moroi gekommen, weil wir haben ja keinen Test gemacht. Ja, ja, das war ja das Problem. Und sie klang auch normal. Wahrscheinlich war der Sanity-Wert jetzt genau auf der Höhe gewesen, dass sie wie ein normaler Geist klang. Moroi ist so ein einfacher Geist. Das darf nicht wahr sein. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und bitte subscribe nicht. Bis zum nächsten Mal. Das ist nicht normal.